des Feuers, dann im Bann des Mordes. Der erste Teil ist Kuss des... Was denn jetzt? Moment! Hallo ihr Lieben! Heute soll es um meine beendeten Buchreihen von 2016 gehen. Und ich habe 2016 16 Buchreihen auch beendet. Und ich habe mir meine Favoriten rausgesucht von 2016 und es waren 16 Stück. Also gibt es heute 16 beendete Buchreihen und meine 16 Jahresfavoriten. Und da die Favoriten in den Buchreihen größtenteils mit drin stecken, habe ich das halt alles zusammen in ein Video gepackt. Sonst zeige ich euch alles doppelt und dreifach und das ist nicht wirklich sinnvoll und deswegen gibt es alles zusammen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich bin mir mal ein bisschen planlos, was dieses Video betrifft. Ich habe hier alle 16 Reihen neben mich hingestapelt. Ich würde sagen, ich greife einfach zu den Reihen, zeige euch die Bücher und sage euch nochmal ganz kurz, wie ich diese Reihe gefunden habe, so im Großen und Ganzen. Und ja, fang da jetzt einfach mal an. Ich greife jetzt einfach mal zu der ersten Reihe und zwar ist das... Diese Reihe, die fünfte Welle von Rick Yancey. Der erste Teil ist derzeit verborgen, deswegen habe ich den nicht da. Der erste Teil ist die fünfte Welle, der zweite das unendliche Meer und der dritte der letzte Stern. Ich kann sie euch nochmal von vorne zeigen. Das ist der dritte, das ist der zweite und das ist der erste. Und in dieser Reihe hier geht es um eine Alien-Invasion, die auf der Erde stattfindet. Und unsere Protagonistin Cassie verliert in diesem ganzen Durcheinander ihren kleinen Bruder und versucht, ihn dann wiederzufinden. Die Geschichte entwickelt sich dann natürlich weiter und es geht dann am Ende quasi darum, ob die Menschheit noch eine Chance hat zu überleben und ob sie es irgendwie schaffen, diese Alien-Invasion aufzuhalten. Ich muss sagen, dass mir die Reihe im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Rick Yancey hat einen ganz, ganz besonderen Schreibstil. Er schreibt ein bisschen außergewöhnlich, also nicht ganz schlicht und einfach, wie es normalerweise bei Jugendbüchern üblich ist, sondern er arbeitet sehr viel mit Metaphern auch. Ich finde, das macht diese Bücher zu etwas ganz, ganz Besonderem. Mir hat der Schreibstil wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, Rick Yancey hat da eine ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Die Liebesgeschichte, die hier in diesem Buch mit drin vorkommt, spielt nur so am Rande eine Rolle. Also das ist jetzt keine unbedingt Mädchengeschichte, wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht. Finde ich aber auch absolut nicht schlimm. Wie gesagt, die fünfte Welle hat mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den zweiten Teil nur ein bisschen schwach, weil hier von der Handlung her nicht wirklich viel passiert ist. Wir haben hier zwar schon eine Weiterentwicklung der Geschichte, aber wir erleben quasi alles doppelt und dreifach, weil wir das alles aus mehreren Sichtweisen erzählt bekommen. Und ja, von der Handlung her ist halt hier nicht wirklich viel passiert im zweiten Teil. Das fand ich ein bisschen schade. Und das Ende fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. War auch ein offenes Ende dann quasi. Man weiß nicht wirklich, wie das Ganze dann ausgeht, was mit der Menschheit passiert. Und das fand ich wirklich richtig cool, denn so kann man sich seine eigenen Gedanken dazu machen und seine eigene Fantasie quasi da spielen lassen, um zu gucken, was jetzt dann mit der Menschheit quasi am Ende passiert ist. Und ja, ich fand die fünfte Welle im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und wer Lust auf eine Jugendgeschichte über eine Alien-Invasion hat, die einige Überraschungen bereithält und einige Wendungen dann am Ende auch noch hat, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall mal mit angucken. Dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe beendet. Und zwar diese hier, Dämonentochter von Jennifer Almond Trout. Ich zeige euch mal kurz die Bücher. Der erste Teil ist Verbotener Kuss. Der zweite, Verlockende Angst. Der dritte, jetzt muss ich mal gucken, ist Verführerische Nähe. Dann Verwunschene Liebe. Und der letzte Teil, den habe ich jetzt im Dezember ausgelesen, halt so rum, ist Verzaubertes Schicksal. Also es ist eine fünfteilige Buchreihe. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Hektar? Ne, Hektar ist 6, ne? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es eine fünfteilige Buchreihe, die jetzt auch komplett abgeschlossen ist, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass diese Reihe mir richtig gut gefallen hat. Man merkt hier komplett, wie Jennifer Almond Trout sich vom ersten bis zum letzten Buch weiterentwickelt hat, auch als Autorin. Und
das fand ich sehr, sehr cool, das Ganze mitzuerleben. Die Dämonentochter-Reihe oder auch Covenant-Series, wie sie im Englischen heißt, ist ja die erste Jugend-Fantasy-Reihe, die sie so geschrieben hat. Und man merkt es auch. Gerade im ersten Teil merkt man, dass Jennifer Armentrout so hier sich selbst noch nicht so ganz gefunden hat, auch noch sehr, sehr viel ausprobiert hat. Und dann halt, wie gesagt, entwickelt sich das über die Reihe komplett. Und man merkt im letzten Teil wirklich schon, dass sie da auch dann einiges an Erfahrung schon mitbringt, was das Schreiben betrifft. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zum einen diese Entwicklung der Autorin mitzuerleben und zum anderen natürlich die Geschichte an und für sich. Denn die Dämonentochter-Reihe ist jetzt nicht unbedingt, wie der Titel es sagt, eine Reihe, wo es um Dämonen geht, sondern es geht hier vorrangig um Götter. Es geht um einen Krieg zwischen den Göttern und der Menschheit. Und dann spielt unsere Protagonistin Alex hier noch eine Schlüsselrolle bei dem Ganzen. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ich finde, jeder, der gerne Göttergeschichten liest und der gerne Jugendbücher liest mit Liebesschmalz, mit viel Action und Humor, der sollte sich die Dämonentochter-Reihe auf jeden Fall mit angucken. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen und ich finde sie ganz, ganz toll. Und ja, habe mich riesig gefreut, dass ich diese Reihe jetzt dieses Jahr beenden konnte und dass sie abgeschlossen ist. Ich freue mich jetzt 2017 schon auf das Spin-Off zur Dämonentochter. Ich hatte es jetzt in den letzten 10 Videos, glaube ich, 100 Mal gesagt. Das Spin-Off heißt Götterleuchten und erscheint im Juni im HarperCollins Verlag. Und da freue ich mich schon sehr, diese Reihe dann mit zu lesen. Dann nehme ich als nächstes gleich mal noch eine Reihe von Jennifer Armentrout, die ich beendet habe. Und zwar diese hier, Dark Elements, Steinerne Schwingen ist der erste Teil. Der zweite Teil heißt, jetzt muss ich nochmal gucken, Eiskalte Sehnsucht und der dritte, Sehnsuchtsvolle Berührung. Und der zweite und der dritte Teil gehört definitiv so für mich mit zu meinen Jahreshighlights. Ich finde diese Reihe unglaublich toll. Ich finde die Charaktere toll, ich finde die Handlung toll, ich finde das Setting toll. Ich liebe ihren Schreibstil in dieser Geschichte. Der ist so witzig. Es ist komplett mein Humor und ja, ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde auch die Entwicklung toll, die die Protagonistin dieser Geschichte macht. Und ja, das Ende fand ich zwar jetzt nicht so hundertprozentig meins. Das war mir ein bisschen zu wenig Action, das war mir ein bisschen zu flach. Aber naja, gut. Kann hier aber alles mega bombastisch sein und ja, kann diese Reihe auch trotzdem wirklich nur empfehlen. Jeder, der gern so Mädchen-Irben-Fantasy liest, wo die Liebesgeschichte so schon mit im Vordergrund steht, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Ich liebe sie und ja, wie gesagt, Dark Elements, der zweite Teil, gehört definitiv mit zu meinen Jahreshighlights und der dritte auch. Also finde ich ganz, ganz toll, kann ich euch wirklich nur empfehlen. I like it, I love it und es ist Jennifer Armentrout. Oh, was soll ich dazu noch sagen? Sie ist meine Queen. Dann mache ich mal mit dieser Reihe weiter. Und zwar, jetzt habe ich sie nicht richtig umsortiert. Das ist der erste Teil. Wie Monde so silbern. Wie Blut so rot. Wie Sterne so golden. Und wie Schnee so weiß. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, diese Bücher werden proportional immer dicker. Also das ist der erste Teil, das ist der vierte. Der erste hat, glaube ich, 350 Seiten, der vierte dann 800. Das ist total krass. Und ich muss sagen, dass der vierte Teil, wie Schnee so weiß, definitiv auch mit zu meinen Jahreshighlights zählt. Dieses Buch war so unglaublich gut. Es war so eine krasse Geschichte, die hier noch passiert ist. Also diese Reihe gehört ja komplett zusammen und das setzt sich auch immer fort. Diese Reihe hat auch in jedem Buch quasi eine andere Protagonistin, die so ein bisschen im Vordergrund steht. Allerdings kommen die Charaktere der ersten Bücher auch immer mit drin vor und spielen dann natürlich auch noch eine tragende Rolle mit in der Geschichte. Und ja, Wie Schnee so weiß, wie gesagt, ist der Abschluss dieser Tetralogie und es war mit seinen 800 Seiten echt mega dick. Es hat mich auch etwas Zeit gekostet, dieses Buch zu lesen. Es war streckenweise auch ein bisschen, hat sich da gezogen, streckenweise. Aber so im Großen und Ganzen fand ich die Geschichte wirklich unglaublich gut und das Ende hat mir so unglaublich gut gefallen. Das war ein ganz, 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 ganz tolles Ende, was Marissa Meyer hier sich ausgedacht hat. Und ich finde, das Schönste ist immer noch, dass es Märchenadaptionen sind und dass man die Märchen in der Geschichte erkennt. Also das finde ich, das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Es ist, die ganze Reihe ist einfach nur richtig cool und jeder, der gern Märchenadaptionen liest, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Auch wenn die Cover von den Hardcovern jetzt nicht so schön sind. Ich habe mir den ersten Teil damals gekauft, weil ich einfach fand, dass der Rückband sich ganz, ganz toll angehört hat. In dieser Reihe geht es im Prinzip um Cinder und Cinder ist ein Cyborg. Das heißt, sie ist ein Mensch, hat aber auch
mechanische Teile an sich. Und Cinder arbeitet auf dem Markt und wird halt von ihren zwei Stiefschwestern und ihrer Stiefmutter immer so drangsaliert. Und eines Tages kommt halt der Prinz des Landes auf den Markt und bittet sie, einen Roboter zu reparieren. Und damit nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf. Die Geschichte entwickelt sich dann einfach in eine Richtung, die mir so gut gefallen hat. Da sind so viele Intrigen in der Geschichte und so viele Wendungen in der Geschichte. Und es ist einfach toll, wie diese Pärchen in der Geschichte sich finden. Und ja, ich mag es unheimlich gern und das Ende hat mir so gut gefallen. Mein Lieblingsteil der Reihe, das kann ich noch dazu sagen, ist nach wie vor Wie Blut so rot. Das ist die Geschichte von Scarlett und Wolf. Ich finde die beiden einfach so unglaublich toll. Die sind so ein tolles Pärchen und ja, die kommen halt im vierten Teil auch wieder mit drin vor und da passiert etwas ganz, ganz Tragisches mit den beiden, wo ich echt so gedacht habe, mein Herz bricht. Und ja, die Wendungen, wie gesagt, in dieser Geschichte sind so unglaublich gut und ich kann diese Reihe auf jeden Fall jedem empfehlen, der kein Problem mit Science Fiction hat, denn diese Geschichte spielt in weiter Zukunft und ist halt auch sehr futuristisch von der Welt her. Also man muss so ein bisschen Science Fiction freudig sein, um diese Reihe auf jeden Fall lesen zu können. Und ja, aber jeder, der damit kein Problem hat, sollte sich die Luna Chroniken von Marissa Meyer auf jeden Fall angucken, denn sie sind ganz, ganz toll. Ich liebe diese Reihe und werde sie definitiv in meinem Leben bestimmt noch ein, zweimal lesen. Also ganz, ganz toll. Die nächste Reihe, die ich euch zeigen möchte, habe ich im Prinzip eigentlich letztes Jahr schon beendet. Da aber mir die ganzen Kurzgeschichten noch gefehlt haben zu dieser Reihe, war sie für mich noch nicht beendet, weil ich die ganzen Kurznovellen, die es zu dieser Reihe gab, definitiv noch lesen wollte. Und zwar rede ich hier von der Edinburgh Love Story Reihe von Samantha Young. Hier sind alle Kurznovellen, alle vier Kurzgeschichten nochmal mit drin. Und ich habe dieses Buch dieses Jahr gelesen und damit war für mich dann die Reihe auch abgeschlossen. Also ich kann euch die Reihe ja nochmal im Kompletten zeigen. Wartet. Und zwar ist es hier diese Reihe. Der erste Teil ist Dublin Street, dann kommt London Road, Jamaica Lane, Scotland Street, nee Quatsch, India Place, Scotland Street und der letzte ist Nightingale Way. Und dann habe ich jetzt halt hier quasi noch die Kurzgeschichten. Und ich liebe diese Reihe einfach total. Die Charaktere sind so toll. Die Liebesgeschichten, die erzählt werden, sind so toll. Und ich finde es halt schön, dass Samantha Young Geschichten schreibt, wie sie wirklich passieren könnten. Also es sind keine übertriebenen und überzogenen Geschichten, sondern es sind so Geschichten aus dem Alltag. Also natürlich ist hier einiges an Kitsch und Klischee auch mit drin. Und natürlich ist auch alles ein bisschen teilweise übertrieben. Ich meine, es sind immer fast immer Leute, die reich sind und so sonst keine Probleme weiter in ihrem Leben haben. Aber ansonsten finde ich die Geschichten von Samantha Young einfach ganz, ganz toll. Sie schreibt so tolle Charaktere. Ich liebe die einfach und ich liebe wirklich jedes Paar dieser Reihe. Also wirklich jedes Pärchen in dieser Reihe liebe ich abgöttisch. Ich liebe die Geschichte jedes einzelnen Pärchens und wie sich das Ganze entwickelt hat, auch in der Geschichte, dann so im Gesamten, fand ich ganz, ganz toll. Und ja, ich liebe diese Reihe unheimlich und ich bin froh, dass ich jetzt komplett alles gelesen habe von der Edinburgh Love Story Reihe und dass ich das mit den Kurznovellen, die ich jetzt gelesen habe, dieses Jahr alles so komplett für mich abschließen konnte. Nehmen wir als nächstes wieder eine Reihe, wo ich auch wieder ein Jahreshighlight mit drin habe. Und zwar ist das diese Dilogie hier, Another Day in Paradise und zack, Anyone Dies in Paradise von Laura Newman. Und Anyone Dies in Paradise gehört definitiv mit zu den Jahreshighlights von mir, denn Laura schafft es immer wieder, mich emotional zu zerstören. Sie hat mich 2015 mit Jonah komplett zerstört, hat sie mein Herz genommen, hat es zusammengequetscht und dann war es kaputt. Und hier ging es mir an dieser einen Stelle genauso. Ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint an dieser einen Stelle. Ich fand es so unglaublich schrecklich, was da passiert ist und traurig und dramatisch. Und ja, es war einfach zu schlimm und wie gesagt, mein Herz wurde gebrochen. Und Laura hat es mit Anyone Dies in Paradise einfach geschafft, mich wieder komplett emotional abzuholen. Ich war komplett bei den Charakteren während der ganzen Reise, die sie hier in diesem Buch durchmachen. Ich fand diese Dilogie wirklich ganz, ganz toll. Es ist eine Zombie-Jugendbuchgeschichte, muss man sagen. Sie ist aber nicht eklig oder sowas. Also es ist jetzt hier nicht so, dass man da liest, wie Gedärme rausgerissen werden oder sowas. Also das ist es nicht. Also ich finde, gerade wenn man noch nichts im Zombie-Genre gelesen hat und überhaupt noch nie was mit Zombies gelesen hat, sollte man sich diese Bücher auf jeden Fall mal angucken. Sie sind zum Einstieg so ein bisschen in so Zombie-Geschichten wirklich sehr, sehr gut geeignet. Wie gesagt, dadurch, dass es hier auch Jugendbücher sind. Und ich liebe die Geschichte um Naya und Chase und Summer und Gadget einfach total. Und ja,
bin ein bisschen traurig, dass diese Reise von den Charakteren jetzt hier schon zu Ende ist. Ich bin aber so rundum mit dem Ende und dem Ganzen wirklich sehr, sehr zufrieden. Ein bisschen kitschig ist das Ende schon und ein bisschen klischeehaft, dass es jetzt so dann ausgegangen ist. Aber finde ich absolut nicht schlimm. Ich mochte das Ende, ich mag die Charaktere. Ich finde die Geschichte im Großen und Ganzen mit diesem Ausbruch des Virus und diesen Zombies, wie sie auch dargestellt werden, die Zombies in dieser Geschichte, wirklich ganz, ganz toll. Und Laura hat sich da wirklich eine richtig, richtig coole Geschichte ausgedacht. Und ich finde, Adib ist viel zu unbekannt dafür, dass die Geschichte wirklich so, so gut ist. Und ja, wie gesagt, Anyone Dies in Paradise gehört definitiv mit zu meinen Jahreshighlights von 2016. Ich finde dieses Buch ganz, ganz klasse. Es ist absolut großartig und Laura hat mir hier wieder mal bewiesen, dass sie es einfach drauf hat, Bücher zu schreiben. Ich liebe es! Als nächstes kommt eine Trilogie. Ich versuche alle drei Bücher hochzuhalten, aber sie sind so schwer. Moment. Eins, zwei, drei. Und zwar die Passage-Trilogie von Justin Cronin. Der Übergang, die 12 und die Spiegelstadt. Und ich muss sagen, dass die Spiegelstadt auch mit zu einem meiner Jahreshighlights gehört. Diese ganze Reihe ist absolut episch. Also es ist die epischste Buchreihe, die ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals gelesen haben werde. Es ist eine so umfassende Story, es ist Wahnsinn. Also die Charakterentwicklungen hier sind der Hammer. Die Handlung, es ist einfach nur extrem Wahnsinn. Also ich kann das gar nicht beschreiben, die Plot-Twists in dieser Geschichte sind der Hammer. Die Charakterentwicklung, wie gesagt, die ist ultra gut. Das Setting, wie sich das im Laufe der Geschichte verändert, finde ich auch mega toll. Und ja, ich kann nur sagen, die Passage-Trilogie von Justin Cronin ist ultra gut. Ich habe ja den ersten Teil mit der Sina zusammen gelesen, von Wörtern gefesselt Sina. Und Sina fand das Buch absolut kacke, denn Justin Cronin hat einen Schreibstil, holla die Waldfee, er ist so detailliert und so umfassend und so ausschweifend. Hier wird jeder Busch beschrieben, der irgendwo steht. Also man kann sich eine Szene absolut wahnsinnig gut vorstellen. Und ich habe mir die Welt sehr gut vorstellen können in meinem Kopf. Ich wusste, wie die Welt aussieht. Ich wusste, wie das aussieht, wo die wohnen. Ich wusste, wie das aussieht, wo die auf der Reise waren. Ich wusste, wie die Charaktere aussehen. Ich wusste, was die Charaktere für Menschen sind. Und das liegt natürlich an diesem ausladenden und ausschweifenden Schreibstil von Justin Cronin. Aber es ist halt zum Lesen sehr, sehr anstrengend. Also ich habe wirklich diese Bücher in Etappen gelesen. Ich habe mir wirklich bei jedem einzelnen Buch einen Zettel geklebt und habe jeden Tag 60 Seiten gelesen. Mir hat mein Gehirn nicht verarbeitet bekommen. Also es ist wirklich eine Geschichte, für die man sich absolut Zeit nehmen muss. Also das ist kein Buch, was man hier mal so in 2 Tagen durchsuchten kann. Also zumindest für mich wäre es nie so eine Geschichte, die ich in 2 Tagen durchsuchten kann, weil einfach es alles so umfangreich und detailliert ist. Und ich finde, wenn man da zu viel davon liest, kann das Gehirn das alles nicht mehr aufnehmen. So ging es mir zumindest und ich konnte es nicht mehr verarbeiten. Und hätte ich weitergelesen, hätte ich einfach ziemlich viel überlesen. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich hier wirklich bei jedem Buch jeden Tag nur 50, 60 Seiten gelesen und habe die mir halt dann eingeteilt. Und es war teilweise sehr, sehr anstrengend, das zu lesen. Wie gesagt, aufgrund dessen, dass dieser Schreibstil halt so ausladend ist und so detailreich, weil man dadurch teilweise natürlich auch nicht vorwärts gekommen ist in der Geschichte. Aber diese Bücher sind nicht für umsonst 1000 Seiten dick. Ne? Und ich muss sagen, dass die Handlung und die Story, die Geschichte, die eigentliche Geschichte aus dem zweiten Teil so richtig Fahrt aufnimmt. Der erste Teil ist so ein Vorbereitungsteil. Also wir haben ja die ersten 400 Seiten sind auch quasi nur erstmal Vorgeschichte zur eigentlichen Geschichte. Das ist wirklich nur aus einer Erklärung, was ist denn eigentlich passiert. Und dann geht die Geschichte erstmal richtig los und dann wird natürlich erstmal sehr viel umschrieben und sehr viel beschrieben, dass man sich die Welt vorstellen kann, dass man sich die Charaktere vorstellen kann. Und deswegen ist der erste Teil für mich wirklich nur so ein Vorbereitungsteil gewesen auf den zweiten und dritten, denn im zweiten und dritten Teil nimmt die Handlung wirklich erstmal so ihren Lauf und das entwickelt sich dann alles in eine Richtung, wie ich es nicht erwartet hätte. Ich konnte am Ende vom zweiten Teil einfach nicht sagen, wie es jetzt weitergeht und wo ich dann den dritten angefangen habe zu lesen und es dort diesen wahnsinnig großen Zeitsprung gab, dachte ich mir nur so, okay, krass, weil die Charaktere natürlich auch mit diesem riesen Zeitsprung auch auf einmal viel, viel älter waren und ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, was jetzt alles passiert ist und wie das Ganze jetzt weitergehen soll und ich weiß gar nicht, was ich zu diesen Büchern sonst noch sagen kann, also außer, dass es eine wahnsinnig epische Geschichte ist und ich finde einfach nur, die ist so ultra gut, die Geschichte. Und gerade der letzte Teil, die Spiegelstadt, hat mir so gut gefallen. Das Ende hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Justin Cronin hat es im ersten und zweiten Teil nicht geschafft, mich emotional da irgendwie abzuholen. Also ich war schon immer bei den Charakteren und auch bei der Geschichte.
Aber wenn da jetzt halt einer gestorben ist, hat mich das jetzt nicht berührt, ne? Weil man aufgrund dessen, dass es ja halt so eine apokalyptische Welt ist und es dort diese Virals gibt, die sowieso jeden Menschen umbringen, stellt man sich dann natürlich beim Lesen auch drauf ein und man ist jetzt nicht sofort berührt, wenn da halt jemand mal stirbt, weil man rechnet ja auch irgendwie damit. Aber hier im dritten Teil hat es Justin Cronin doch dann wirklich geschafft, mich emotional noch mitzunehmen und mich emotional abzuholen. Und das Ende war so wunderschön und hat mir so gut gefallen. Der Epilog ist wohl der längste Epilog, den ich in meinem Leben jemals lesen werde. Ich glaube, der umfasst 60 Seiten. Und ja, ist aber ein wunderschöner Abschluss für diese Reihe. Und es ist einfach sehr traurig und tragisch, was mit den Charakteren in dieser Welt passiert, was sie alles erleben müssen. Und es ist aber toll zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Und dass, wenn man es möchte, dass man auch vieles schaffen kann. Und dass man halt wirklich nur an sich glauben muss. Und dann halt auch seine Ziele verfolgen muss, um halt das Ganze zu schaffen. Aber es ist halt nichts unmöglich. Und das ist halt das, was ich so aus dieser Geschichte auch mitgenommen habe. Und ja, also ich finde, die Passage-Trilogie von Justin Cronin ist da definitiv was ganz, ganz Besonderes und auch was ganz, ganz Eigenes. Und man muss diesen Schreibstil und diese Art von Geschichten wirklich mögen. Es ist definitiv keine Geschichte, die für jeden irgendwas ist. Und ja, wie gesagt, man muss es mögen. Und ich finde, wer den ersten Teil gelesen hat und gesagt hat, boah, nee, so eine Scheiße, der sollte sich den zweiten und dritten auch nicht antun, weil ich denke mal, dem wird das Ganze dann auch nicht gefallen. Aber ich fand halt nach dem ersten einfach die Geschichte so interessant und ich wollte dann wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht, dass ich halt weitergelesen habe und ja, einfach ultra gut. Ich liebe diese Reihe, ich finde sie wahnsinnig toll. Definitiv eine Empfehlung und ein Jahreshighlight von mir, die Spiegelstadt von Justin Cronin und ja, die Passage-Trilogie habe ich 2016 beendet. Wuhu! So, da war der Akku mal wieder alle, aber ich habe jetzt einen zweiten Ersatz-Akku, Gott sei Dank. Ich mache jetzt mal weiter mit der nächsten Reihe und zwar diese hier, Percy Jackson von Rick Riordan oder Rick Riordan. Ich habe diesen Schuber im Dezember 2015 mit zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen und habe die Bücher im Januar bis Mai jeden Monat eins gelesen. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichten ganz gut gefallen haben, haben mich jetzt aber leider nicht so komplett mitgerissen. Also gerade vom letzten Teil war ich ein bisschen enttäuscht, gerade wie das Ganze dann am Ende ausgegangen ist. Und ich habe da einfach was anderes erwartet zum Ende hin. Ich habe da einfach ein bisschen mehr erwartet, als es dann am Endeffekt eigentlich war. Das fand ich ein bisschen schade. Der Schuber kippt. Das ist einfach so schwer. Ansonsten muss ich sagen, finde ich diesen Schuber immer noch wunderschön, den ich hier bekommen habe. Und im Großen und Ganzen haben mir die Bücher wirklich gut gefallen. Aber ich denke, es sind halt einfach Kinder- und Jugendbücher und ich bin dafür einfach zu alt. Also, es war halt einfach nicht mehr meine Altersklasse, aber so im Großen und Ganzen waren die schon okay. Und ja, haben mir ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, was ich zu Percy Jackson noch sagen könnte. Ihr kennt ja sicherlich alle Percy Jackson. Wer die Bücher nicht kennt, kennt definitiv die Filme, denke ich. Und ich brauche dazu, glaube ich, jetzt auch nichts weiter sagen. Aber wie gesagt, sie haben mir ganz gut gefallen, haben mich jetzt aber leider nicht umgehauen. Aber ich habe diese Reihe gelesen, beendet. Ich weiß jetzt, worum es geht. Ich weiß jetzt, wie es am Ende alles ausgeht. Und ja, wie gesagt, war vom Ende halt ein bisschen enttäuscht und habe mir halt einfach ein bisschen mehr erhofft am Ende. Dann habe ich 2015 noch diese Reihe hier beendet. Das ist die The Darkest London Reihe von Kristen Callihan. Der erste Teil ist Kuss des Feuers, dann haben wir den zweiten Teil Im Bann des Mondes und der dritte Teil ist Winterflammen. Ich habe die ersten beiden Teile 2015 gelesen und den dritten dann jetzt 2016 mit. Und ich muss sagen, dass ich Band 1 und 2 von dieser Reihe unglaublich gut fand. Ich habe den ersten Teil gefeiert, der hat mich einfach so überrascht, weil da Sachen in diesem Buch waren, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe. Und der zweite war auch wieder ultra gut. Und der dritte, muss ich sagen, hat mich da so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da einfach mehr vom dritten erhofft gehabt. Und dieses Hin und Her zwischen den zwei Charakteren hier war mir einfach ein bisschen zu viel. Also das war mir einfach ein bisschen zu drüber und das war mir einfach zu viel hin und her in diesem Buch. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nur sagen, Band 1 und 2 ultra gut. Geht hier um die drei Schwestern Alice, heißen sie mit Nachnamen. Und die drei Schwestern sind Hexen im Prinzip. Sie haben besondere Gaben und besondere Fähigkeiten. Und im ersten Teil geht es um Miranda, im zweiten um Daisy und im dritten dann um Poppy. Und es ist irgendein Fantasy, was im 18. Jahrhundert spielt. Und es ist Erotik mit in diesen Büchern drin. Das muss ich dazu sagen. Aber ich fand die Reihe so im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut. Die hat mich komplett geflasht. Der erste und der zweite Teil war einfach nur mega gut, hat mir ultra gut gefallen. Und der dritte, wie gesagt, hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber auch wirklich einfach nur, weil dieses Liebeshin und Her zwischen den zwei Charakteren mir da einfach ein bisschen zu viel war. Ansonsten kann ich euch diese Reihe wirklich auch nur empfehlen, wenn ihr gerne Urban Fantasy Geschichten mit Erotik lest. Schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Sie ist wirklich ganz, ganz toll und ich kann sie euch da wirklich nur empfehlen.
Kommen wir zur nächsten Reihe, und zwar ist das eine Reihe, die ihr alle kennt, und die meisten mögen sie, viele mögen sie nicht, viele mögen die Charaktere nicht, viele finden alles einfach zu kitschig, zu stereotypisch, zu klischeebehaftet. Ich persönlich liebe diese Reihe total, ich muss sie nur gerade mal in die richtige Reihenfolge sortieren, sonst haut das hier nicht hin. Moment, das ist 2, 1 und 5. Und zwar, jetzt muss ich sie auch nur noch alle richtig rumdrehen und dann haben wir es. Okay, warte mal, der ist komplett falsch rum. So, ha, ich habe es. Und zwar rede ich von der Obsidian-Reihe von Jennifer Armentrout. Ich liebe diese Reihe. Ich finde sie so unglaublich gut. Ich weiß, es gibt viele Leute, die haben dazu eine Hassliebe entwickelt. Es gibt viele Leute, die mögen sie. Es gibt viele Leute, die mögen sie nicht. Und ich bin ja sowieso der Meinung, Jennifer Armentrout spaltet da immer so die Leser. Also entweder man mag diese Frau oder man mag sie nicht. Und wer Jennifer Armentrout liest, muss Kitsch, Klischee und Stereotypen mögen, sonst wird das nichts. Ja, ich habe Obsidian 2016 beendet. Ich habe Origin und Opposition gelesen und auch diese beiden Bücher gehören für mich zu meinen Jahreshighlights. Gerade Origin, das ist der vierte Teil dieser Reihe. Der war so toll, der war so unglaublich gut, der hat mich so geflasht. Ich habe den in anderthalb Tagen gelesen. Ich habe mich hier nachmittags hingesetzt, habe angefangen bis irgendwann in die Nacht gelesen, habe am nächsten Tag das Buch beendet. Es war einfach so ein tolles Buch. Es hat mir so ultra gut gefallen. Und auch Opposition habe ich sehr, sehr schnell durchgelesen gehabt. Ich habe es gekauft und habe es dann hier ewig rumliegen lassen, weil ich es nicht lesen wollte, weil ich nicht wollte, dass diese Reihe jetzt zu Ende ist. Kennt ihr das? Wenn ihr eine Reihe beenden wollt, aber irgendwie auch nicht, weil es dann vorbei ist. Und so ging es mir mit Obsidian. Ich habe diese Reihe jetzt so lange mit mir mitgenommen. Seit 2014 habe ich, glaube ich, den ersten Teil gelesen. Und ich finde, gerade wenn man so eine Reihe über so lange Zeit mitnimmt und dann immer auf den nächsten Teil wartet, und wenn dann der letzte Teil da ist und man das beenden kann, dann bin ich persönlich immer in so einem Zwiespalt. So, ich will es beenden, aber eigentlich auch nicht, denn dann ist es vorbei. Ja, ich kann euch ja nochmal die Bücher zeigen. Also der erste Teil ist Obsidian, der zweite ist Onyx, der dritte ist Opal und der vierte, wie gesagt, ist Origin und der fünfte ist Opposition. Und ich finde diese Bücher einfach ganz, ganz toll. Ich muss sagen, der zweite Band ist ein bisschen nervig, weil da sehr viel hin und her ist zwischen den Charakteren und auch von der Story. Das alles nicht ganz so cool ist wie im ersten Teil. Es ist einfach, der zweite ist einfach so für mich der nervigste Teil gewesen. Der dritte Teil war für mich der langweiligste Teil. Der hat sich für mich gezogen wie Kaugummi, der war ganz, ganz schlimm. Und der vierte und fünfte Teil, der war wieder genauso wie der erste, ultra gut. Gerade der vierte, der hat es mir echt komplett angetan. Was da alles passiert ist im vierten Teil, war Wahnsinn. Also, das ist, also ne, der war einfach genial. Und ich bin immer noch der Meinung, dass jeder, der gerne kitschige, schmalzige, klischeebehaftete Jugendbücher liest, sich Obsidian auf jeden Fall angucken sollte. Denn ich finde diese Bücher ganz, ganz toll. Und ich finde auch immer noch, dass das die Bücher sind mit den schönsten Covern, die ich besitze. Denn die schimmern so und die glitzern so und die sehen im Regal einfach so toll aus. Aber ich kann euch Obsidian da wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, Origin und Opposition gehören definitiv mit zu meinen Jahreshighlights, denn sie sind ganz, ganz toll. Und ich liebe diese Reihe und sie ist so gut. Und ah, I love it. Ich liebe Katie und Damon. Ah. Aber ich muss sagen, dass mir Dark Elements noch einen Tacken besser gefallen hat als Obsidian. Ist so. Ja. Drei Reihen habe ich noch. Zwei davon gehören auch noch mit zu meinen Jahreshighlights. Und zwar habe ich Anfang des Jahres diese Reihe hier gelesen. Feuer und Flut und Salz und Stein. Also die Brimston Bleed Reihe von Victoria Scott. Das ist momentan eine Dilogie. Es soll wahrscheinlich irgendwann mal ein dritter Teil kommen. Den hat Victoria Scott aber noch nicht geschrieben. Deswegen ist diese Reihe für mich im Moment erstmal abgeschlossen und es ist eine Dilogie und dieser Wettlauf hier, dieser Brimston Bleed, ist auch mit diesen zwei Büchern abgeschlossen. Diese Reihe hat halt ein offenes Ende, denn es könnte rein theoretisch, wie gesagt, nach diesem Wettkampf, um den es ja in diesem Buch geht, noch weitergehen. Aber wie gesagt, Victoria Scott müsste den dritten Teil erstmal irgendwann schreiben. Und solange das nicht passiert ist, ist es eine Dilogie und für mich beendet. Ich habe diese Bücher mit Niki gelesen Anfang des Jahres. Das war so das erste Buch, was ich mit Niki gelesen habe. Und dadurch sind wir auch erstmal so richtig in Kontakt auch gekommen. Wir haben den ersten Teil angefangen und ich bin dann... verdammt, Hacke! Scheiße. Wir haben den ersten Teil angefangen zu lesen und waren dann nach zwei Tagen auch fertig. Und ich bin dann Samstagnachmittag noch in die Stadt gerannt, schnell ins Hugendubel und habe mir den zweiten Teil gekauft, dass wir gleich weiterlesen können. Denn diese Reihe hat uns so mitgenommen auf eine wahnsinnig tolle Reise. Und
ja, also was in diesen Büchern passiert ist, war auch so ultra gut. Und es war einfach mal eine abwechslungsreiche Geschichte. Die Brimstone Bleed-Reihe ist im Prinzip eine Mischung, würde ich sagen, aus ein bisschen einer Dystopie, Urban Fantasy. Es geht in diesen Büchern um Teller und Teller hat einen schwer kranken Bruder und bekommt eines Tages eine mysteriöse Einladung zu einem geheimen Wettrennen, und zwar dem Brimstone Bleed. Der Gewinner dieses Wettrennens bekommt ein Heilmittel gegen die Krankheit. Und was Teller aber zu Beginn des Rennens nicht weiß, dass es ein Rennen auf Leben und Tod ist. Und dass nicht jeder Teilnehmer dieses Rennen überleben wird. Die Wettkampfteilnehmer bekommen dann zu Beginn des Wettkampfes noch ein Pandora zur Verfügung gestellt. Also sie müssen um dieses Pandora kämpfen, sagen wir es so. Und das Pandora von Teller ist wirklich ultra toll. Es ist ein ganz, ganz tolles Pandora und es ist so ein niedliches Pandora. Also Maddox ist einfach so schnuffig und so süß und ich hätte den auch gerne zu Hause, denn es ist einfach so ein cooles Tier. Ich möchte nicht verraten, was es für ein Tier ist, aber es ist so süß. Und ja, die Pandoras begleiten dann ihre Wettkampfteilnehmer durch die Reise quasi, die sie da machen müssen bei diesem Brimstone Bleed. Es gibt dort 4 verschiedene Stationen mit verschiedenen Vegetationen. Im ersten Wettkampfabschnitt sind sie im Dschungel, dann sind sie, glaube ich, in der Wüste. Dann gibt es noch die Berge und dann gibt es noch das Meer. Das sind insgesamt so die 4 Stationen, die die Teilnehmer überstehen müssen. Und was da alles passiert ist, ist so unglaublich gut. Es sind hier ganz, ganz tolle Plot-Twists in der Geschichte, die man auch so nicht kommen sieht. Und die Charaktere sind zwar sehr, sehr jugendlich und ich habe mich an manche Stellen, das weiß ich noch, gefragt, so, Mädchen, warum machst du das jetzt? Aber die Charaktere sind halt eben auch erst 16, ne? Und die reagieren und agieren dann natürlich auch noch anders, als wie ich jetzt mit meinen 30 Jahren, die da schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Also ich muss sagen, ich fand diese Reihe wirklich ganz, ganz toll. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich fand das Setting wirklich sehr, sehr gut mit diesen verschiedenen Vegetationen. Und auch die Pandoras fand ich einfach nur wahnsinnig toll und wahnsinnig cool. Und ja, Victoria Scott hat sich da wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ausgedacht, die ich euch auch wirklich nur empfehlen kann. Wenn ihr mal auf der Suche nach etwas anderem seid, nach, wie gesagt, einer Mischung aus ein bisschen einer Dystopie, Urban Fantasy, dann schaut euch Feuer und Flut und Salz und Stein auf jeden Fall mit an. Das ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und deswegen gehört sie auch mit zu meinen Jahreshighlights von 2016. Dann komme ich jetzt mal zu der Dilogie, die ich schon immer als mein Jahreshighlight so bezeichnet habe. Und zwar Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Die liebe Niki hat mich auch auf diese Bücher gebracht. Und es ist eine High-Fantasy-Geschichte mit Erotik. Und es war die erste High-Fantasy-Geschichte, die ich jemals gelesen habe, die mich wirklich gepackt hat. Die mich emotional wirklich auf eine Reise mitgenommen hat und emotional wirklich komplett auch abgeholt hat. Ich habe auf den ersten 100 Seiten hatte ich schon Tränen in den Augen, weil was die Protagonistin in diesem Buch erlebt, das ist einfach nur so schrecklich und einfach nur so ungerecht und so unfair. Und du denkst ja die ganze Zeit so, was? Warum? Das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe da auf jeden Fall mit Chamsin total mitgelitten und auch mitgefiebert. Und auch im Laufe der Geschichte war ich emotional immer total bei Chamsin und habe immer nur gedacht so, nein, warum? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Zum Inhalt kann ich noch mal ganz kurz sagen, es geht um Chamsin. Und Chamsin ist eine Prinzessin vom Sommergrund. Und der Sommergrund führt Krieg mit dem Winterreich Winterfels. Und der Sommergrund hat den Krieg quasi verloren. Und jetzt möchte der König von Winterfels, Winter, sich eine Prinzessin vom Sommergrund zur Braut nehmen. Da hängen noch ein paar Bedingungen mit dran. Und Chamsin soll diese Braut quasi werden, was ihr nicht so recht ist, und damit nimmt die ganze Geschichte quasi ihren Lauf. Und es entwickelt sich dann im zweiten Teil noch in eine Richtung, wo es dann noch einen Krieg gibt, wo dann noch die Menschheit auf dem Spiel steht. Und ja, es hat mir richtig gut gefallen. Und die Geschichte, wie gesagt, zwischen Chamsin und Winter, es ist so schön zu lesen, wie sich das alles entwickelt hat und was es da halt auch für Rückschläge gibt bei den Charakteren. Und ja, ich liebe die Charaktere. Ich finde das Setting auch wirklich gut. Also ich finde, C.L. Wilson hat hier eine High-Fantasy-Welt erschaffen, die mir persönlich wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe mit High-Fantasy sonst immer so meine Probleme. Ich habe ja auch Die Beschenkte gelesen. Das war ja auch so überhaupt nicht mein Buch. Und weil ich einfach mit dieser Welt dort nicht zurechtgekommen ist, weil High Fantasy ist ja immer so ein bisschen so eine Mittelalterwelt. Und C.L. Wilson hat es hier aber ganz, ganz toll geschrieben, dass ich auch mir diese Welt wirklich sehr, sehr gut vorstellen konnte, dass ich in diese Welt wirklich gut eintauchen konnte. Und ja, wie gesagt, ich liebe dieses Buch. Also im Englischen ist es ein Buch, im Deutschen ist es eine Dilogie und ich kann euch wirklich
wer Bock auf eine Mädchen-High-Fantasy-Geschichte hat, lest Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, sonst habt ihr echt was verpasst. Es ist einfach nur eine sehr, sehr gute, wunderschöne Liebesgeschichte und definitiv mein Jahreshighlight von 2016. So, dann komme ich mal zur letzten Reihe, die ich im Prinzip beendet habe. Also im Prinzip ist die Reihe nicht zu Ende, aber die erste Staffel ist zu Ende. Und zwar rede ich von der Gestaltwandelreihe von Nalini Singh. Ich habe jetzt hier nicht alle 15 Bücher mal mehr mit hier rübergezerrt, das war mir jetzt einfach zu viel. Sondern ich halte es einfach mal stellvertretend, der letzte Schwur in die Kamera. Hier vorne ist ein Leserbrief von Nalini Singh drin, in dem steht, dass dieses Buch der letzte Teil der ersten Staffel der Gestaltenwandlerreihe ist. Und somit ist die erste Staffel für mich abgeschlossen. Die zweite Staffel, die beginnt dann im September. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die dann weitergeht. Aber wie gesagt, für mich ist die erste Staffel jetzt hier abgeschlossen. Deswegen zählt es für mich jetzt als beendete Buchreihe. Ich finde auch, das Ende vom 15. Teil ist wirklich unglaublich schön. Es ist ein wahnsinnig toller Abschluss für die erste Staffel. Und was man da mit den Charakteren nochmal erlebt und was da alles nochmal passiert, ist wirklich wahnsinnig gut. Ich hatte beim Lesen hier bei diesem Buch ein bisschen Schwierigkeiten, weil man sehr viel Perspektivenwechsel hat und sehr viel an verschiedenen Orten in der Welt ist. Aber ansonsten war es doch wieder okay. Eine ultra gute Geschichte und die ganze Reihe finde ich einfach nur unglaublich gut. Ich finde die Welt, die Nalini Singh hier erschaffen hat, einfach nur mega. Diese Welt mit den Menschen, den Medialen und den Gestaltenwandlern und wie sich das Ganze dann entwickelt im Laufe der Geschichte, das ist einfach nur wahnsinnig gut. Und ich frage mich jedes Mal, diese Frau muss wahrscheinlich ein ganzes Zimmer zu Hause haben, wo die nur irgendwelche Stammbäume hat und irgendwelche Handlungsstränge aufgezeichnet hat wahrscheinlich, weil das so wahnsinnig viel ist und so wahnsinnig umfassend ist, weil die Charaktere, dann gehört der Charakter irgendwie mit dem Charakter noch zusammen und dann ist der mit dem noch irgendwo verwandt und dann spinnt der Intrigen gegen den und die Intrigen gegen den und das ist einfach nur so unglaublich gut, was hier in diesem Buch, in diesen Büchern alles so passiert. Und es ist einfach wahnsinnig toll zu lesen, vom 1. bis zum 15. Band, wie sich diese ganze Welt entwickelt, wie sich die Charaktere entwickeln und was alles noch drumherum passiert. Und es ist einfach nur eine richtig tolle Buchreihe. Ich würde jedem empfehlen, der Bock auf eine Urban-Fantasy-Geschichte hat, wo wirklich mal ein ganz, ganz anderer Ansatz auch ist und wo natürlich auch Erotik ein bisschen mit in den Büchern ist, aber nicht ultra viel. Also diese Bücher sind nicht durchzogen von Erotik, sondern es gibt erotische Szenen in diesen Büchern, aber die halten sich wirklich im Rahmen. Also es sind keine reinen Bumsbücher für mich jetzt wie andere, aber ich muss es dazu sagen, weil es halt einfach Erotik mit drin ist. Aber es sind ganz, ganz tolle Liebesgeschichten und ja, und wie gesagt, wie sich diese ganze Welt im Laufe dieser Reihe entwickelt, ist einfach nur mega gut. Und ich liebe diese Reihe und ich empfehle sie euch, aber ich empfehle euch auch, fangt mit Leopardenblut an und lest wirklich die Reihe Buch für Buch durch, denn sonst verpasst ihr einiges auch an Entwicklungen, die im Hintergrund passieren und dann blickt man irgendwann nicht mehr durch und ja, ist dann doof. Deswegen zähle ich trotzdem diese Reihe jetzt erstmal für mich als beendet, weil Staffel 1 jetzt einfach zu Ende ist. So ihr Lieben, jetzt habe ich doch glatt bei meinen beendeten Reihen die Reihen vergessen, die ich als E-Books gelesen habe oder die ich auch schon gar nicht mehr da habe. Deswegen schiebe ich das jetzt hier einfach dann beim Schneiden so mit rein. Also nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht schon ein bisschen anders aussehe als eben. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich vergessen, die E-Books mit zu benennen und die Reihen, die ich schon gar nicht mehr hier habe. Ja, ich sage ja, E-Books sind meine Stiefkinder, die vergesse ich immer überall. Also furchtbar. Auf jeden Fall von den E-Books, und da gehört nämlich auch noch ein Jahreshighlighter dazu. Das habe ich nämlich auch total vergessen. Sonst noch eins von meinen Jahreshighlights vergessen? Nein, alles andere waren keine E-Books, siehst du? Also, was ich auf jeden Fall noch beendet habe, jetzt muss ich mich erstmal wieder richtig hinsetzen, was ich auf jeden Fall 2016 noch beendet habe, ist die Elemente der Schattenwelt-Reihe, also Blood and Gold, Soul and Bronze und Magic und Platina von Laura Kneidl. Und Magic und Platina war auf jeden Fall auch für mich ein Jahreshighlight, denn es war eine ganz, ganz tolle Urban-Fantasy-Geschichte und ja, die Geschichte ist einfach ganz, ganz toll und Jules ist einfach toll und Harper ist auch ganz, ganz toll. In der Elemente der Schattenwelt geht es um eine Urban-Fantasy-Welt, in der es Vampire gibt und Werwölfe und Geister und Feenwesen und es gibt dort verschiedene Jägergruppen, die bestimmten Gaben haben, um diese jeweiligen Wesen im Zaum zu halten und in Schach zu halten. Und in der ersten Geschichte in Blood and Gold geht es um Vampire, in der zweiten geht es um Geister und in der dritten dann auch wieder somit um Vampire und Werwölfe. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen und alles baut sich aufeinander auf. Und
Ja, diese Reihe habe ich 2016 auch noch beendet und ja, wie gesagt, Magic und Platina gehört für mich auf jeden Fall mit zu meinen Jahreshighlights, denn Jules ist ein ganz, ganz toller Charakter und auch Harper ist ein toller Charakter und wie die beiden dann so zueinander finden und wie sich das Ganze in dieser ganzen Welt dann am Ende auflöst, hat mir richtig gut gefallen, war eine ganz, ganz tolle Geschichte und ja, die kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Lest die Elemente der Schattenwelt von Laura Kneidl, ganz, ganz toll. Ja, dann habe ich 2016 noch als E-Books beendet. Ich bin, das ist die Issei-Reihe. Sollten ursprünglich, glaube ich, mal 3 Teile werden, sind jetzt aber inzwischen nur noch 2. Also den 3. Teil seh ich nirgendwo mehr. Ich habe auch auf der Internetseite der Autorin direkt geguckt bei Celeste Elaine, aber auch da finde ich den 3. Teil nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, dass dies eine Dilogie ist. Und ja, auf jeden Fall, ich bin das Chaos, ich bin das Ende und ich bin das Chaos, habe ich 2016 auch gelesen. In dieser Reihe geht es um eine Fantasy-Geschichte mit, also es ist so eine Mischung aus Fantasy und Urban Fantasy, das ist schwer zu erklären. Es geht hier auch um eine Vampirgeschichte im weitesten Sinne, dann spielen hier außerirdische Wesen noch eine Rolle mit. Und ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, die Reihe. War jetzt nicht so überragend, dass ich gesagt habe, boah, ist sie so ultra gut, aber ist eine schöne, nette Geschichte für zwischendurch und hat einen ganz, ganz interessanten Ansatz, was, wie gesagt, so Vampirromane auf jeden Fall betrifft und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal mit anschauen. Die letzte Buchreihe, die ich vergessen habe, habe ich schon wieder verkauft. Und zwar ist das die Chroniken der Schattenjäger von Cassandra Clare, also Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Diese Reihe war abgrundtief. Scheiße, ich kann es nicht anders sagen. Aber ich habe verdammte 60 Euro für diese 3 Kackbücher bezahlt. Also habe ich sie auch gelesen, wenigstens ein einziges Mal. Also diese Bücher spielen in der Zeit so 18. bis 19. Jahrhundert, glaube ich, war das. Und ist quasi somit die Vorgeschichte von den Chroniken der Schattenjäger. Es geht hier um Tessa und Tessa kommt von New York nach London und möchte jetzt bei ihrem Bruder leben, wird dann aber von 2 komischen alten Damen in Empfang genommen, die sagen, sie wurden im Auftrag ihres Bruders geschickt. Und ja, mit diesen 2 Damen stimmt dann irgendwas nicht und sie halten Tessa gefangen, weil sie sagen, Tessa hat eine ganz, ganz besondere Macht in sich und Tessa wird dann schlussendlich befreit und zwar von Will und James. Die beiden sind Schattenjäger und nehmen Tessa erstmal mit auf und versuchen dann natürlich die ganzen Hintergründe zu ergründen, was mit Tessa jetzt genau los ist und was die von ihr jetzt genau wollten. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in den Chroniken der Schattenjäger geht und ich muss sagen, die Geschichte war einfach so unglaublich langweilig. Cassandra Clare hat einen so ausschweifenden Schreibstil, der mir überhaupt nicht gefällt. Also Cassandra Clare ist absolut nicht meine Autorin. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Cassandra Clare-Fenster da draußen gibt, die es wahrscheinlich nicht verstehen können, aber es ist halt einfach nicht mein Fall. Das ist nicht mein Schreibstil und ich habe mich durch alle 3 Bücher wirklich gequält. Wie gesagt, habe mir immer gedacht, du hast 60 Euro für diese 3 Bücher ausgegeben, also liest du sie wenigstens ein einziges Mal. Und ja, das habe ich durchgezogen und habe diese Reihe damit für mich auch beendet. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Wie gesagt, Cassandra Clare wird es für mich in Zukunft nicht mehr geben. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. So, das waren alle Reihen, die ich vergessen hatte. Ich schneide das jetzt hier einfach mit in das Video rein und jetzt geht es einfach mit dem ganz normalen Video von eben weiter. Das waren alle Buchreihen, die ich 2016 beendet habe. Dieses Video wird ultra lang und es tut mir wahnsinnig leid. Da jetzt aber noch nicht alle Jahreshighlights in meinen Reihen mit drin waren, sondern nur die Hälfte, zeige ich euch jetzt die anderen Jahreshighlights noch schnell, die ich 2016 so hatte. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und fangen wir mal wieder mit Frau Armentrout an und zwar Dreh dich nicht um. Das ist der Jugendthriller, den sie geschrieben hat und der war auch so unglaublich gut. Diese Geschichte hat mich so gefesselt. Ich habe ihr dann gelesen und gelesen und gelesen und war es frühs um 2 und dann wollte ich ins Bett und dann war aber so eine gruselige Stelle und dann konnte ich nicht ins Bett und dann musste ich noch 2 Kapitel weiterlesen, dass ich diese gruselige Stelle einfach nicht mehr hatte, sonst hätte ich wahrscheinlich nachts davon Albträume gekriegt. Obwohl die nicht schlimm war, die Szene, die war einfach nur verdammt gruselig. Und ja, und dieser Jugendthriller, der hat mich so komplett mitgenommen und der hat mich so gefesselt. Ich fand dieses Buch einfach nur unheimlich gut. Die Charaktere sind gut und ich bin wirklich bis zum Ende nicht drauf gekommen, was jetzt eigentlich genau los ist. Und am Ende hast du dir gedacht, das ist so offensichtlich, verdammt, aber du kommst einfach nicht drauf. Und ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sich Frau Armentrout hier ausgedacht hat. Es geht hier um Sam und Sam war 3 Tage verschwunden, taucht dann wieder auf und hat kein Gedächtnis und weiß nicht, was passiert ist. Wird dann von der Polizei verhört, denn nicht nur sie ist alleine verschwunden, sondern auch ihre beste Freundin. Die ist bisher aber noch nicht wieder aufgetaucht. Und dann geht es natürlich darum, dass Sam versucht rauszufinden, was mit ihr passiert ist, wo sie war und was mit ihrer besten Freundin passiert ist. Und wie gesagt, die Geschichte dann zum Ende hin nimmt so eine krasse Wendung, das ist
einfach nur Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Natürlich ist es Frau Armentrout und natürlich spielt hier auch eine Liebesgeschichte in diesem Buch noch mit eine Rolle. Und Carson ist einfach so, oh mein Gott. Carson ist toll. Er hieß doch Carson. Ja, er hieß Carson. Ich habe es mir richtig gemerkt. Ja. Ja, aber ich empfehle euch, wer Lust auf einen Jugendthriller hat, der wirklich richtig gut ist, schaut euch, dreh dich nicht um, einfach mal mit an. Es ist ein ultra gutes Buch, ich kann es euch nur empfehlen und deswegen gehört es definitiv mit zu meinen Jahreshighlights. Dann kommen wir nochmal zu Nalini Singh und zur Gestaltenwandlerei. Und zwar habe ich mir hier noch dieses Buch rausgesucht, Lockruf des Verlangens. Das ist der 11. Teil der Gestaltenwandlerei. Und in diesem Buch geht es um Sienna und Hawk. Und ich wollte seit Band Nummer 2 wissen, was zwischen den beiden abgeht. Und es ist so gemein, dass man vom 2. bis zum 11. Band sich einfach nur fragt, was bitte ist bei diesen beiden Personen los? Und man wirklich 9 Bücher warten muss, ehe man seine Antwort bekommt. Das ist... Ah! Aber als ich die Geschichte dann gelesen habe, war sie wirklich so süß und so ultra gut. Und das Ende war der Hammer. Das war so ein Kampf auf Leben und Tod in diesem Buch. Und was dann noch passiert ist, das war auch so mega witzig. Und ja, ich liebe die Geschichte von Sienna und Hawk einfach. Und wie gesagt, dadurch, dass ich vom 2. Band an eigentlich wissen wollte, was bei den beiden abgeht, hat es diese Spannung natürlich bei mir immer weiter verstärkt. Und ich dachte mir so, wann kommt die Story? Wann kommt die Story? Wann kommt die Story? Wann kommt die Story? Und dann so, ja, endlich, es ist die Geschichte von Sienna und Hawk, endlich. Und ja, die Geschichte hat mich nicht enttäuscht. Ich fand diesen Band ultra gut und deswegen gehört er für mich zu meinen Jahreshighlights. Lockruf des Verlangens von Nalini Singh. Ich kann euch, wie gesagt, diese ganze Reihe einfach nur empfehlen. Und die Geschichte von Sienna und Hawk ist wirklich sehr, sehr witzig, sehr, sehr tragisch und sehr, sehr actionreich. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, auch Nalini Singh, und zwar Rock Kiss 2, Ich berausche mich an dir. Ich fand den ersten Rock Kiss Teil ganz, ganz schrecklich. Der war ganz, ganz furchtbar und ich dachte mir, Nalini Singh, was hast du da bitte getan? What? Was hast du da nur gemacht? Das war ein reines Bumsbuch und es war absolut nicht mein Fall. Ich fand es einfach nur furchtbar. Die Charaktere sind sich in jeder Szene besprungen und also da gab es nichts anderes außer Sex bei denen und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und dann hatte die Niki aber den 2. Teil gelesen und hat zu mir gesagt, lies den 2. Teil. Der ist so unglaublich gut und ich dachte mir so, gut, wenn Niki sagt, lies den 2. Teil, dann liest du jetzt auch den 2. Teil. Und ich habe den 2. Teil gelesen und was soll ich sagen, er war wirklich so unglaublich gut. Er war viel besser als der 1. Teil und die Geschichte von Charlotte und Gabriel hat mich emotional komplett abgeholt. Ich habe dieses Buch in einem Rutsch gelesen. Ich habe hier irgendwann nachmittags angefangen und war frühst um 4 Uhr fertig. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich wollte wissen, wie die Geschichte zwischen den beiden ausgeht, was da am Ende jetzt alles noch passiert. Und ja, es war einfach so eine tolle und spannende Geschichte, dass ich einfach das komplett lesen musste. Und ich kann wirklich jedem, der Bock auf eine gute Erotik-Geschichte hat, hier Rock Kiss nur empfehlen. Es ist nicht ultra viel Erotik in diesem Buch, was drin vorkommt. Auf jeden Fall weitaus weniger wie im 1. Teil. Und ja, in diesem Buch geht es um Charlotte und Gabriel. Und Charlotte ist, und Gabriel ist quasi der neue Chef von Charlotte. Und die erste Begegnung der beiden ist eigentlich schon absolut witzig, denn sie attackiert ihren neuen Boss mit einem Tacker. Und es ist einfach so unglaublich witzig, das Ganze zu lesen und wie sich die Geschichte und wie sich das zwischen den beiden dann entwickelt und was da dann passiert zwischen den beiden. Das ist einfach so unglaublich schön, das zu lesen. Und der Hintergrund, warum Charlotte eigentlich so ist, wie sie ist so dramatisch. Und Gabriel ist da einfach ein so toller Mann, der das einfach so, so toll abfängt und sie da zurück ins Leben holt. Und das zu lesen, das war einfach so unglaublich schön und ja. Ich liebe dieses Buch einfach und ich kann euch wirklich Rock Kiss, ich berausche mich an dir, euch da wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll. Lest diese Geschichte. Ich liebe sie. Ein weiteres Buch, was mir ultra gut gefallen hat in 2016, war dieses hier, Angel Fall von Susan E. Das ist der 1. Teil, Nacht ohne Morgen. Ich wollte dieses Buch schon so lange lesen, aber dann hieß es, das wird nicht weiter übersetzt. Dann habe ich es mir nicht gekauft und ja, dann habe ich letztes Jahr gesehen, dass es nochmal neu aufgelegt wird vom Heine Verlag und habe mich so drüber gefreut. Und ja, das ist der 1. Teil dieser Reihe und es ist ein so unglaublich tolles Buch, denn hier geht es um Engel, die auf die Erde kommen, aber die Engel sind hier nicht die Guten, sondern die Bösen. Und die Engel kommen auf die Erde, um die Menschheit zu zerstören. Im 1. Teil erfährt man die ganzen Hintergründe noch nicht, also man weiß noch nicht genau wieso, weshalb, warum. Man bekommt nur so einen kleinen Einblick in die Welt der Engel, sag ich mal, aber man, wie gesagt, erfährt halt nicht wirklich viel zu den Hintergründen. Das soll dann jetzt im 2. Teil, wo alles kommt. Und ich kann nur sagen, in diesem Buch geht es ja um Penryn und Penryn, ihre Schwester wird von den Engeln entführt und sie möchte sie zurückholen und befreien und retten. Trifft dann dabei auf den Engel Raffe oder
ich habe so mal Raffe gelesen, es könnte natürlich auch Raffi heißen oder was auch immer. Und ja, er versucht ihr dann zu helfen, Penryn zurückzubekommen. Hat natürlich seine eigenen Gründe, wieso, weshalb, warum er ihr hilft. Und ja, es ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und hier sind Plot-Twists in diesem Buch drin, die ich so nicht habe kommen sehen, die ich nicht mal ansatzweise so erahnt habe. Und es sind Grausamkeiten hier in diesem Buch drin, die mich im Nachgang auch wirklich noch ein bisschen beschäftigt haben, wo ich mir dachte so, warum tun die das? Das ist so krank. Ey, das ist so furchtbar und so widerlich. Und ich verstehe es nicht. Und das ist einfach nur, boah. Es war einfach nur so unglaublich krass, das zu lesen, weil ich mit dieser einen Sache, die in diesem Buch passiert, auch überhaupt nicht gerechnet hätte. Also das war einfach so, es war einfach wie ein Schock für mich, so ein kleiner, wo ich das dann gelesen habe, wo ich einfach nur dachte, boah, was geht da ab? Ich mochte Penryn auch als Charakter wirklich total gern und auch Raffe war ein ganz, ganz toller Charakter und auch die Nebencharaktere sind ganz toll. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den zweiten Teil. Ich habe ihn inzwischen zu Hause. Ich werde ihn jetzt auch ganz bald gleich demnächst mitlesen. Und ja, Angel Fall von Susan Yee war definitiv ein Jahreshighlight von mir. Ganz einfach, weil es meine Geschichte war, die abwechslungsreich war, in der Engel nicht die Guten, sondern die Bösen sind. Das nächste Buch habe ich jetzt im Dezember ausgelesen, ist trotzdem eins von meinen Jahreshighlights und zwar Broken Hearts, brennende Sehnsucht. Das ist der zweite Teil der Broken Hearts Reihe und diese Geschichte hat mich auch emotional auf eine Reise mitgenommen. Das war einfach wahnsinnig toll, das zu lesen. Die Geschichte von Harlow ist so berührend und wie sie sich zurück ins Leben kämpft und wie Beck ihr dabei hilft und das Ganze zu lesen und mitzuerleben, war einfach nur so unglaublich schön. Und Sheena Shoewater hat ja auch einen ganz, ganz tollen Schreibstil in diesen Büchern und sie beschreibt auch alles ganz, ganz toll. Und ja, die Charaktere, wie die sich im Laufe der Geschichte entwickeln und man merkt auch diesen inneren Kampf, den die Charaktere hier mit der Zeit haben und den sie überwinden müssen und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte über Liebe und wie die Liebe einen zurück ins Leben hilft und was man halt für Ängste alles noch überwinden muss, um der Liebe halt eine Chance zu geben und ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ja, Charaktere toll, Setting toll, Handlung toll, einfach alles genial und I love it! Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe sie euch erst vorgestellt. So. Gott, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das dieses hier, Paper Swan von Layla Etter und dieses Buch ist eins meiner Jahreshighlights, ganz einfach, weil es mich so ultra überrascht hat von der Geschichte her. Die Story hier ist einfach mal was komplett anderes mit einem komplett anderen Ansatz. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende wirklich alles so ausgeht. Es geht hier in diesem Buch um Sky und Sky wird entführt und sie hat keine Ahnung, warum sie entführt wurde, was sie den Entführer getan hat. Er misshandelt sie und emotional wie auch körperlich und sie weiß eigentlich gar nicht, was genau los ist und doch eines Tages merkt sie, dass der Entführer ihr bekannt vorkommt und dann tut das Ganze sich in eine Richtung entwickeln, wo es etwas mit Skys Vergangenheit zu tun hat. Man liest dann hier auch verschiedene Stränge, also man liest dann immer aktuell, was gerade während der Entführung passiert. Man liest Rückblenden in die Vergangenheit und so nach und nach bekommt man diese ganze Geschichte erklärt. Und das war einfach so wahnsinnig toll, das Ganze zu lesen. Es waren hier zwei, drei Sachen in diesem Buch, die mich gestört haben. So Sachen, Handlungsweisen von der Protagonistin, wo ich gedacht habe, hier, du bist doch bescheuert, nachdem, was der alles mit dir gemacht hat. Geht's noch? Aber das sind halt so Sachen, die habe ich dann einfach ausgeblendet beim Lesen und habe halt gedacht, gut, sie ist halt ein anderer Mensch als ich, sie reagiert dann halt anders an dieser Stelle. Und ja, was ich halt auch wirklich gut fand, dass die letzten 150 Seiten in diesem Buch sich mit dem danach beschäftigen. Also was ist nach der Entführung mit den Charakteren passiert? Was für Entwicklungen haben sie gemacht? Wo hat das Leben sie hingeführt? Und es war einfach ganz, ganz toll zu lesen, was mit den Charakteren hier passiert, wie sie sich entwickelt haben, wie der Leidensweg auch teilweise für die Charaktere ist. Und diese Geschichte ist einfach nur unglaublich schön gewesen. Ich mochte den Schreibstil, ich mochte den Ausdruck, den Layla Etter hier benutzt hat, einfach auch total. Ich muss aber dazu sagen, dass dieses Buch nicht für jeden was ist. Das ist so ein Liebe- oder Hassbuch. Ich glaube, schwer dazwischen was zu finden, ist ein bisschen schwierig. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich gehöre zu denen, die es wirklich sehr, sehr mögen. Ich mochte die Charaktere und alles, was dazugehört. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wer mal Lust auf eine etwas andere Liebesgeschichte hat und wer mal Lust hat, eine Geschichte zu lesen, wo das Schicksal es wirklich nicht gut meint mit den Charakteren, der sollte sich Paper Swan auf jeden Fall mal mit angucken. I love it. Zwei Bücher haben wir noch und zwar einmal noch dieses hier, The Real Thing von Samantha Young. Das ist der erste Teil ihrer neuen Buchreihe
Und ich habe mich so wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Es ist die Geschichte von Jessica und Cooper und ich war so gespannt, was in der neuen Reihe mit den Charakteren jetzt wieder passiert und was für ein Setting sich Samantha Young da ausgedacht hat. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich liebe die Charaktere. Ich finde, Jessica ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin und ich finde auch, Cooper ist ein ganz, ganz toller Mann und allein, weil er aussieht wie Gerard Butler, muss man ihn mögen. Ich meine, Gerard Butler, oh, er ist so toll. Ja, ich fand die Story gut, ich fand die Hintergründe der Charaktere gut, ich fand das Setting wirklich ganz, ganz toll. Hartwell ist ein Ort, wo ich auch wirklich gerne mal hinfahren wollen würde jetzt und dort einfach mal Urlaub machen würde und es ist einfach wunderschön vom Setting her und Samantha Young hat das, die Szenen wieder ganz, ganz toll beschrieben, dass man sich das auch alles wirklich wieder sehr, sehr gut vorstellen konnte und ja, die Charaktere, die Samantha Young schreibt, sind ja wirklich sowieso einfach nur wahnsinnig gut und die Charakterentwicklung, die hier auch stattgefunden hat, war wirklich gut. Die Handlung komplett im Großen und Ganzen war wirklich wahnsinnig toll. Es waren schockierende Momente dabei, es waren ruhige Momente in der Geschichte dabei, es waren lustige Momente in der Geschichte. Also dieses Buch hat für mich rundum komplett perfekt einfach nur gestimmt und ja, wer Lust auf eine ganz, ganz tolle New Adult Geschichte hat, der soll sich The Real Thing von Samantha Young auf jeden Fall mit angucken. Und wie gesagt, es geht in diesem Buch um Jessica und Cooper und Jessica ist Ärztin, arbeitet in einem Gefängnis und tut dort während ihres Gefängnisaufenthaltes Briefe entdecken von einer Insassin. Und in diesen Briefen entschuldigt sich die Insassin bei ihrem ehemals Geliebten oder halt Freund oder was auch immer, Verlobten, keine Ahnung mehr so genau, was das war. Und ja, sie hat diese Briefe aber nie abgeschickt. Und Jessica hat irgendwie das dringende Bedürfnis, das zu tun und diese Briefe halt an denjenigen zu überbringen, an den sie gerichtet sind. Und so kommt sie halt nach Hartwell. Und Jessica tut halt wirklich auch relativ schnell ihr Herz an Hartwell, an den Ort und an den Menschen verlieren. Und ja, hatte halt noch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen und kann deswegen halt auch niemanden an sich ranlassen und trifft dann halt auf Cooper und er tut ihre Schutzmauern einreißen. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich liebe sie und ich freue mich auf jeden weiteren Teil, der hier kommt. Im März kommt der zweite Teil und da geht es um Bailey und Warner. Und auf die Geschichte bin ich so gespannt. Bin so gespannt, denn es hat hier im ersten Teil zwischen den beiden schon so tolle Momente gegeben, dass ich mich einfach nur auf den zweiten Teil unheimlich freue. Und vor allen Dingen bin ich so auf die Geschichte von Emery gespannt. Und ich freue mich so, dass Emery ihre eigene Geschichte kriegt, denn ich frage mich die ganze Zeit, was ist mit dieser Frau bitte los und was ist da passiert? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden weiteren Teil dieser Reihe und ja, ist auf jeden Fall eins meiner Jahreshighlights. Damit wären wir dann jetzt endlich beim letzten Buch. Dieses Video war aber auch einfach nur ultra lang. Und mein letztes Jahreshighlight ist, falsch rum, so rum. Hashtag Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut. Es ist so eine tolle Geschichte. Diese Geschichte ist was fürs Herz. Sie hat mich zum Lachen gebracht, sie hat mich zum Weinen gebracht und sie ist wirklich nicht dick. Also Jackie hat hier auf diesen kurzen 200 Seiten wirklich mich komplett einmal emotional mitgenommen. Ich hab Wut empfunden, ich habe Leid empfunden, Traurigkeit, ich habe gelacht, ich habe mich gefreut mit den Charakteren und es war einfach eine rundum perfekte Liebesgeschichte und ich kann wirklich Hashtag Folge deinem Herzen jedem nur empfehlen, der Liebesromane gerne liest und der auch auf der Suche nach ein bisschen was Besonderem ist. Und in diesem Buch geht es um Sarah und Sarah versucht für ihre beste Freundin ein Date zu gewinnen mit einem YouTuber, von dem sie halt ein ganz, ganz großer Fan ist. Aber irgendwie hat Sarah da ein bisschen was falsch gemacht bei der Anmeldung und gewinnt stattdessen nicht das Date mit Milo, wie eigentlich gewollt für ihre Freundin, sondern das Date mit Big Jake. Sie will dieses Date am Anfang erstmal nicht annehmen und Jake denkt sich so, ey, warum? Hallo, ich bin ein übelst großer YouTuber, jeder wäre froh über ein Date mit mir und diese Frau will mich nicht. Und so beginnt das Ganze zwischen den beiden und dann tun sie eine Vereinbarung treffen und ja, daraufhin treffen sich die beiden dann halt und lernen sich kennen und Sarah merkt halt ganz, ganz schnell, dass Jake anders ist, als sie eigentlich gedacht hat und ja, mehr kann ich zum Inhalt auch nicht sagen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und es ist eine wahnsinnig gute Liebesgeschichte und ich fand diese Geschichte rundum perfekt. Das war ein 5-Sterne-Plus-Plus-Buch für mich. Und ich habe mit diesem Buch auch Jackie kennengelernt. Und Jackie ist eine ganz, ganz tolle Person. Und Jackie hat einfach nur Talent. Sie schreibt ganz tolle Bücher. Ich habe auch noch weitere Bücher von ihr dann 2016 gelesen. Und auch die waren wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Jackie hat einen tollen Ausdruck. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein Jacqueline Fellgut-Fan geworden 2016. Und werde auf jeden Fall Jackie da auch in Zukunft weiter begleiten, was ihre Bücher betrifft. Und auch weiter ihre Bücher lesen. Und ich kann euch Hashtag Folge deinem Herzen wirklich nur empfehlen. So, das
war jetzt ein wirklich ultra langes Video. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es jetzt so lang geworden ist, aber ich konnte mich einfach nicht kürzer fassen, denn es war einfach wahnsinnig viel, was ich 2016 gelesen habe. Ich hatte, wie gesagt, wahnsinnig tolle Bücher dabei 2016. Wenn ihr die Bücher auch gelesen habt oder noch nicht gelesen habt, dann schreibt mir eure Meinung trotz alledem gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und dieses Video geschaut habt und wünsche euch immer noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!